Willkommen zu einem neuen Meet the Graduate. Heute mit Ségolène, Flavio und Natalia aus der Walter Group. Das heutige Thema ist die Wahl eines Praktikums oder eines Jobs weit weg von zu Hause. Vielleicht sogar in einer Sprache, die nicht unbedingt deine Muttersprache ist. Ist es beängstigend? Ist es schwierig? Wie funktioniert es? Was sollte ich wissen? Das alles sind Fragen, die Ségolène, Flavio und Natalia heute mit uns besprechen werden. Das heutige Gespräch führt uns nach Kufstein in Tirol und Wiener Neudorf in Niederösterreich. Ségolène, Flavio und Natalia haben gemeinsam, dass sie sich nach ihrem Studium für eine deutschsprachige Tätigkeit bei der Walter Group mit Sitz in Österreich entschieden haben und heute von ihren Erfahrungen berichten die. Hallo. Hallo. Ségolène, erzähl mir, wie du dein Studium gewählt hast, wo du studiert hast und wie du bei der Walter Group gelandet bist. Also es ist, ich komme aus Frankreich, das wird man eh gleich hören. In Frankreich schreiben wir der Abitur mit 17 oder 18 und dann wählen wir unser Studium. Es ist ziemlich schwierig, mit 17 oder 18 zu wissen, was ich in 10 Jahren oder für die nächsten 20 Jahre machen will. Und ich habe aber gewusst, okay, ich mag Fremdsprachen und ich mag Kommunikation mit Menschen und ich habe dann eine Business School gemacht. In meiner Business School habe ich dann Praktikum und Erasmus gemacht. Ich habe dann in Deutschland studiert und gearbeitet. Ich habe in Österreich auch studiert und ich habe in Schweden auch gelebt. Und dann mir war ziemlich klar, dass ich nicht mehr zurück nach Frankreich wollte. Und eben dann kam die Frage nach meiner Master, so, okay, jetzt muss ich arbeiten. Und ich war überhaupt nicht bereit dafür. Und ich habe dann einfach einen Job gesucht online und habe mich gefragt, okay, sehe ich mich ewig lang das machen oder nicht? Und dann bin ich auf LKW Walter zugestoßen und die Jobanzeige hat mich einfach gefallen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich versuche es einfach. Und ich bin hergekommen nach Kufstein für ein Interview und das hat mir einfach so gefallen, dass 5 Jahre später ich immer noch da bin. Also ein bisschen Zufall und Glück halt. Cool, sehr cool. Und Flavio, war es bei dir ähnlich? Eigentlich schon. Also ich komme aus Portugal. In Portugal sind wir auch mit dem Abitur fertig. Ungefähr mit 17, 18. Kommt drauf an, wie früh man anfängt mit der Schule. Und das ist natürlich schwer auszuwählen, was man machen will, wenn man 17 ist. Da denkt man mehr über andere Sachen als wirklich über, was machen wir den Rest von unserem Leben. Und entscheiden ist schwer. Ich wusste, dass ich Nummern mag und mit Leuten zu arbeiten auch. Deswegen habe ich mich für BWL entschieden, also auch für ein Business-Studium. In dem Business-Studium hatte ich dann auch die Chance, ein Erasmus zu machen in Deutschland, in Passau. Da hat halt die Liebe für die deutsche Sprache angefangen. Und ja, und so bin ich hierher gekommen, nach Kufstein. Natalia, hast du eine ähnliche Geschichte? Ich merke ja auch Gemeinsamkeiten. Also ich denke, bei mir ist ja mal Dickfelle, in Polen zu suchen. Da, ich komme ja aus Polen ja auch und da habe ich ja mein erstes Studium auch gemacht, gleich nach der Mittelschule. Und dann, ich habe ja mal germanische Philologie da studiert, also da habe ich ja schon mal was angefangen mit der Sprache zu machen. Und da hatte ja mal jeder damals ein Praktikum zu machen und ich habe mich ja mal entschieden, nach Deutschland zu gehen und da habe ich ja mal 2 Jahre gearbeitet und mittlerweile habe ich ja mal auch eine Anzeige von LKW Walter gesehen. Das war ja auf Facebook gepostet von meiner Universität in Posen und da habe ich mir gedacht, das weckt ja irgendwie so Vertrauen, wenn das meine Uni postet und da bin ich ja auch fast 1000 Kilometer hier gekommen, um das Gespräch zu machen. Ja, und ich bin ja auch jetzt mal schon über 3 Jahre in der Firma. Also ich bin echt beeindruckt mit den Sprachkenntnissen, vor allem bei das Erasmus in Deutschland zu machen. Das ist, ich höre das eher seltener. Ich finde das ganz aufregend. War das nicht nur die Sprache, sondern war das auch ein bisschen die Kultur? Also ich meine, deutsche Kultur, österreichische Kultur sind ähnlich, ist ja nicht genau gleich. Aber war das auch die Kultur, die euch da angezogen hat? Also die Kultur natürlich auch. Plus ich war ja schon in Bayern, was Grenze macht mit Kufstein. Jetzt lebe.
Ich hatte auch damals die Chance, mal nach Kufstein zu kommen. Und die Gegend hat mir gefallen. Die Leute sind einfach nett. Das Deutsch ist schon ein bisschen anders, muss man sagen. Aber die Umgebung ist brutal. Es ist wunderschön. Man kann hier so viele Sachen machen, die wir nicht in Portugal im Main fallen. Ne? Es ist ein Tausch von Meer zu Berge, die man hier machen kann, die anders sind. Und ich wollte unbedingt so eine Auslanderfahrung, wo ich was anderes machen kann. Und dann plus der Vorteil noch, dass Österreich im Zentrum von Europa ist und uns die, oder erleichtert, ne, wenn man von einem Randland ist von Europa, wie ich in Portugal, Österreich erleichtert uns wirklich, dass man ganz Europa schnell kennenlernt. Es sind 5 Stunden bis Milan, 5 Stunden bis Prag, 6 Stunden bis Berlin. Das öffnet uns schon eine andere Welt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Österreich wirklich ist in der Mitte. Ja. Ich habe eine Frage bezüglich der Deutschkenntnisse. Also von den Zuschauern heute auch würde ich annehmen, dass es manchmal vielleicht ein bisschen Angst macht, sich für einen Job zu bewerben, wo man nicht Muttersprachler oder Muttersprachlerin ist. Könnt ihr von eurer eigenen Erfahrung erzählen? Natalia, möchtest du anfangen? Ja, also bei mir war das ja, man kann ja nie sicher sein, ob die Sprache ja mal schon genug ist, um ins Ausland zu gehen. Ich habe ja mal die Sprache seit der Grundschule schon mal gelernt. Und sogar wenn ich ja schon das erste Mal im Ausland war, das war ja in der Nähe von Rostock in Deutschland, habe ich ja mal in einem Hotel gearbeitet und ich dachte mir, nach so vielen Jahren in der Schule, dann ist das ja mal locker. Im Laufe der Zeit war das ja mal schon, aber die ersten Kontakte, die sind ja immer schwierig. Bei mir war das ja auch so eine Sprachblockade, die einfach zu überwinden ist und dann geht es ja alles einfacher. Also man muss sich ja einfach mal trauen, denke ich ja. Ja, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, einfach diesen Mut zu finden, einfach drauf loszusprechen. Ich arbeite auch im Ausland und ich habe immer noch diese Blockade, dieses, ich traue mich nicht, ich habe Angst davor, Fehler zu machen. Hattest du das auch, Sigolent, vielleicht? Jein. Also ich muss sagen, ich weiß, dass ich Grammatikfehler mache, mein Deutsch wäre sowieso nicht perfekt und das wird nie, aber ich gehe davon aus, solange die Leute mich verstehen können, dann ist die Kommunikation einfach. Ich meine, beim LKW Walter, in der Walter Group sind wir sowieso viele Ausländer. Ich habe gleichzeitig am gleichen Tag mit 2 Spanier, Franzose und ich glaube, das war angefangen. Wir haben alle irgendwie Deutsch gekannt. Es war nie perfekt, aber es ist egal. Ich traue mich einfach zu reden. Natürlich, ab und zu in die Firma muss ich ein paar Dinge korrigieren lassen, aber wir haben ja Kollegen dafür oder Freunde dafür. Mein Deutsch wird sowieso nie perfekt. Und besonders, wie der Flavio gesagt hat, mein Gott, ich wohne in Tirol und das ist was komplett anders. Der Deutsch, das ich gelernt habe, das existiert hier gar nicht. Und das hat eben ein bisschen gedauert, aber ich verstehe jetzt mittlerweile der Dialekt von hier und wenn nicht, dann frage ich einfach mal, hey, sorry, kannst du wiederholen? Ich bin nicht von hier. Ich denke, wichtig ist ja einfach mal der Wille zu kommunizieren einfach. Ich habe das ja auch mal gesehen bei Kollegen, die ja auch nicht so wirklich gut auf Deutsch gesprochen haben. Die Besten waren ja am Ende des Tages diejenigen, die einfach das Bedarf hatten, mit anderen Menschen zu reden, vor sich irgendwelche Sachen zu erledigen, alleine und so weiter. Und das hilft ja mal. Auf jeden Fall, ja. Dann im Laufe der Zeit merkt man ja eigentlich nicht, wann das ja passiert ist, dass wir so auf einmal ja so ganz locker auf Deutsch sprechen können. Also ich finde das ja ganz cool eigentlich. Ja. Das passiert über Nacht, gell? Am Anfang ist es so ein bisschen Arbeit und dann plötzlich merkst du mitten im Gespräch, ach, das ist überhaupt nicht mehr schwierig. Irgendwie kommen die Worte, die ich früher immer gesucht habe. Grammatik manchmal hin und her, weil ich meine, bei mir, ich weiß nicht bei euch, bei mir, ich merke es nie, wenn ich grammatische Fehler mache, ab und zu mal. Flavio, wie war es bei dir? Also ich kann meinen Kollegen nur zustimmen. Deutsch oder jede Fremdsprache kommt mit Zeit, man muss sich dran gewöhnen und man muss sich wirklich trauen zu reden. Ich glaube, die meisten Leute, ich auch am Anfang, haben
Angst, wird das genügend sein für eine Arbeit im Ausland, wird das nicht genügend sein, weil man kann zwar schon Deutsch reden, aber dann die Fachwörter sind halt nicht da, die hat man einfach nicht. Man muss die neu lernen. Und wenn man das weiß, dass man nicht alle Wörter in einen Sprachkurs zum Beispiel lernt und sich trotzdem dazu traut, dann geht es später besser. Es dauert ein bisschen manchmal, man muss sich trauen, aber wenn man schon dabei ist, dann funktioniert es ganz gut. Und ich denke, gut ist ja auch, dass das ja eigentlich in so einem internationalen Unternehmen ja eigentlich kein Thema ist, dass einer hierher kommt und ein paar grammatische Fehler macht, weil das spielt ja eigentlich keine Rolle. Das Wichtigste ist ja, was wir für ein Mensch sind und wir den Job machen wollen und so. Und die paar grammatische Fehler, die können wir einfach beiseite lassen. Und Übung macht den Meister. Wir lernen alle dazu. Ja, so besonderes Vokabeln, das wir hier lernen. Also ich kenne jetzt mittlerweile sehr, sehr viel Vokabeln auf Deutsch, dass ich auf Französisch nicht einmal weiß. Also Speditionen, also Logistik, Wörter, dass ich in Frankreich nie im Leben gehört habe. Also von dem her, ich finde es, Sprache nicht so wichtig sind. Also nur der Will zu reden ist nicht wichtig. Also wenn man es wirklich abrunden müsste, Mut mit Leuten sprechen, keine Angst vor Fehlern und dann kommt alles. Ganz natürlich. Cool. Die andere Frage, also die Sprache haben wir jetzt besprochen, aber es ist ja auch was ganz Besonderes, in ein neues Land zu ziehen, in eine neue Stadt, neue Formal, sehr viel neu. Ich benutze das Wort sehr viel. Könnt ihr ein bisschen davon erzählen, wie das für euch war? Also wirklich, ihr habt jetzt das Jobangebot bekommen, ihr habt alles bestanden, ihr zieht um. Wie lässt man sich an einem neuen Ort nieder und baut ein neues Leben auf? Ségolène, möchtest du anfangen? Also ich glaube, die größte Schwierigkeit für mich war damals, meine ganzen Klamotten hierher zu bringen. ich bin allein umgezogen, weil meine Eltern gearbeitet haben. Ich komme aus Normandie, das heißt, meine Eltern haben mich nach Paris gebracht, habe dann einen Bus genommen nach München, damit ich mein 5-Gepäck mitnehmen könnte. Dann habe ich ein Auto gemietet und ich bin nach Kufstein. Ich hatte Wohnung schon online gefunden, da hat mich ja die Firma unterstützt. Mhm. Und ich hatte leicht vergessen, dass ich keinen Aufzug habe und habe die ganze Koffer herumtragen müssen. Das war die größte Schwierigkeit. Wie gesagt, es gibt, also bei uns in Kufstein, es ist keine große Stadt, aber es gibt auch Universität und ich hatte einfach auf Facebook der FH eine Nachricht geschickt, so hey, ich bin aus Frankreich, ich bin da in Kufstein und gleich am ersten Wochenende, da war ich für ein paar Bier trinken mit Erasmus und am Montag habe ich dann mit neuen Kollegen angefangen. Also die Firma schaut schon, dass man nicht allein in die Firma reinkommt und es ist gleich eine Gruppe von, keine Ahnung, 3 bis 5 Personen. Und sowieso jeder bei uns, wir sind alle ziemlich in der 20er, wenn wir anfangen. Und von dem her, es wurde dann Kontakt geknüpft und jetzt habe ich das Glück zu sagen, dass ich hier mit Freunden arbeite als mit Kollegen. Und das hat sich einfach von sich selbst entwickelt, durchaus, dass wir extrem viel Kontakt bei der Firma haben. Das klingt cool. Flavio, ja. War es bei dir auch ähnlich? Ja, also nachdem ich den Jobangebot von Walter bekommen habe und angenommen habe, hatte ich, glaube ich, 2 Wochen, damit ich dann in Österreich bin. Das könnte man damals noch schieben, die Zeit, aber ich habe mich nicht getraut, Walter zu fragen, also unsere Firma, damals die Personalabteilung wirklich zu fragen, ob man das Datum verschieben kann. Also habe ich mich schnell auf die Suche um Info gestellt, online. Die hatten ja schon, und das ist für mich sehr wichtig, wenn man irgendwo hinziehen will, dass man die Umgebung kennt, dass man halt die Stadt schon mal angeschaut hat. Was sind die Möglichkeiten da? Passt die Stadt zu uns oder nicht? Das ist so wichtig wie den richtigen Job auswählen, wenn nicht wichtiger. Wir müssen da ja leben, ne? Und Leben ist mehr als die 8 Stunden Arbeit. Es war aber am Ende dann doch sehr erleichtert durch die ganze Hilfe von LKW Walter bei der Wohnungssuche.
bei der Anmeldung in der Bank. Es war schon das ist da relativ viel. Also die geben uns schon die Tipps, die helfen uns. Also für mich war es ja die ganze Vorbereitung, es war einfach bis den Tag, wo man wirklich entscheidet, oder bis den Vortag, wo man geht. Und an diesem Tag kommen die ganzen Nerven, die ganzen Fragen. Also so viel wie möglich an die Zeiten, bevor man ausreist, wirklich schauen, was es gibt, damit man sich die Umgebung so gut wie möglich kennt und auch sicher ist, dass es da ein Zuhause werden kann. Wie lange hat es so gedauert, bis ihr euch zu Hause gefühlt habt? Ich denke, ich habe ja eine ganz, ganz lustige Geschichte, die hier vielleicht ja mal ganz gut passt. Bei mir war das immer so, ich bin ja ein ganz spontaner Mensch. Also ich habe mir mal nicht wirklich überlegt, ob das ja schwierig oder auch nicht ist. Für mich war das ja eigentlich so eine Entscheidung, wurde ja mal getroffen, gut, dann fahre ich ja nach Österreich halt. Ich war ja, wie gesagt, damals ja in Deutschland, wenn ich mich hier beworben habe. Und ich habe ja nicht wirklich auch was geplant, sogar auch nicht mal die Wohnung. Segolin, du hast ja mal erzählt, dass du hier schon mal eine Wohnung hattest. Genau. Bei mir war das ja mal so, ich sollte ja mal hier Ende Januar anfangen und dann habe ich mir gedacht, wenn ich ja bis zum 10. Januar in Deutschland arbeite, dann habe ich ja noch eine Woche, um hier noch alles vorzubereiten und so. Naja, jetzt weiß ich ja nicht, das ist ja gar nicht so einfach. Gewisse Sachen muss man ja schon planen. Habe ich ja mal nicht gemacht. Bei mir hat sich ja mal auch der Termin so ein bisschen verschoben. Also ich habe ja quasi ein bisschen später angefangen und die Firma hat mir auch so ein bisschen geholfen, hier die Wohnung zu suchen und so. Der erste Tag, wenn ich hier nach 9 Stunden mit dem Auto gekommen bin, dann habe ich ja auch alle Sachen so rausgepackt. Und der schlimmste Tag bis jetzt hier in Österreich war ja der Tag, also der nächste Tag, nachdem ich ja hierher gekommen bin. Ich wache auf und ich überlege, ja, was hast du ja denn mal gemacht? Du bist ja hier alleine, du kennst ja nicht eine Person in dem ganzen Land. Und du hast ja noch ein paar Tage, weil das war ja mal Freitag oder Donnerstag halt. Und ich hatte ja noch ein paar Tage da alleine zu sitzen und zu warten, bis ich ja die ersten Menschen sehen kann. Also das war ja der schwierigste Tag überhaupt. Im Laufe der Zeit hat sich ja mal die Geschichte ja mal so entwickelt, dass ich ja hier mal auch ein paar coole Freunde habe und so. Und sogar habe ich ja schon hier mal eine Familie, weil mein Onkel hat ja meine Kollegen von der Arbeit kennengelernt und jetzt wohnt er ja auch mal in Wien. Also in dieser Art und Weise habe ich mir hier so ein bisschen mein Leben aufgebaut. Also jetzt fühle ich mich ja so ein bisschen viel besser, also halt fast wie zu Hause früher. Also das ist ja mal das Coole. Und das hat ja einfach, das habe ich ja das Ganze von null angefangen und heute ist das ja mal schon für mich ja persönlich ja so viel. Also cool. Ja. Und ja, Entschuldigung. Nein, ich wollte sagen, also bis zu Hause finden, das dauert ein bisschen, würde ich sagen, weil das hat viel mit Freunden zu tun, dass man sich da halt fühlt, dass man Teil macht von der Stadt, dass man da jemanden hat. Aber ich würde auch sagen, und jetzt komme ich ein bisschen auf, was die Segolin schon gesagt hat, zurück. Und zwar, da wir bei LKW Walter mit einer Gruppe anfangen, von neuen Mitarbeitern, meistens sind das auch Ausländer. Also bei mir, ich hatte eine Portugiesin dabei auch damals. Also wir waren ein Portugiese, ein Mädchen aus Slowakien und jemand aus England. Und dann hat man da halt erstmal eine Gruppe. Das sind vielleicht nicht die besten Freunde danach, aber mindestens habt ihr etwas zusammen und das ist, ihr kennt niemand anders. Also wir waren 4 damals und wir waren dann oft zusammen. Also nach dieses Wochenende halt, wo man niemand kennt, kann man gleich am ersten Tag da ein paar Personen haben und mindestens hat man schon jemanden, wo man Erfahrungen teilen kann und wo man alles, was, weil es ist für alle gleich, es ist für alle neu und wo man mindestens jemanden hat, denselben Boden. Eben,
Wie du gesagt hast, Flavio, jeder, der anfängt gleichzeitig, wir haben alle die gleiche Erfahrung. Das heißt, keiner kennt andere Leute. Wir kommen aus irgendwo, sind irgendwie nach Kufstein oder Wiener Neudorf gelandet und wir sind alle ein bisschen so, okay, wie bist du da gekommen? Weiß ich nicht. Und du? Ja, weiß ich auch nicht. Also wir kommen, wir sind alle in der gleichen Stimmung, glaube ich. Und das hilft auch voll. Also ihr kommt wirklich alle zusammen in eine Gemeinschaft rein. Und dadurch, ich würde auch annehmen, dass die Arbeitskultur wirklich ist, alle Leute sind von irgendwo hergekommen und ihr seid sofort offen und teilt eure Erfahrungen miteinander und habt was zu besprechen und könnt auch auf diesem Level einfach Freundschaften schließen. Auf jeden Fall, ja. Sehr cool. Ich wäre interessiert daran, was war für euch das Schwierigste mit dem neuen Leben anfangen, wenn man das so bezeichnen kann? Was war eure größte Herausforderung? Ich glaube, bei mir ist der Steuersystem. Ganz ehrlich, es ist ein erwachsenes Ding. Ich habe in Frankreich nie meine Steuer gemacht und jetzt komme ich in Österreich. Und es sind dann ganz viele sehr, sehr lange deutsche Wörter, die ich überhaupt nicht verstehe. Die habe ich dann mal auf Französisch übersetzt. Vielleicht verstehe ich auf Französisch auch nicht. Und wir haben mir gedacht, ich kann meinen Vater nicht anrufen, weil er kein Deutsch redet. Ich habe dann eine Kollegin dann gefragt, ob sie mich dann helfen könnte. Sie hat das in 3 Sekunden gemacht. Aber das war für mich eigentlich das Schwierigste. Wir wohnen ja an der Grenze von Deutschland und eben dadurch, dass alle Freunde so offen sind, ich bin sehr, sehr oft unterwegs. Ich kann auch nach Frankreich fliegen, wenn ich will. Und wir wohnen in Kufstein, dort, wo die Leute Urlaub machen. Wir wohnen 15 Minuten von den Skigebieten. Im Sommer haben wir Gebirge um See. Also Schwierigkeiten gab es nicht wirklich, außer eben diese ganzen Administrativdinge, aber dafür haben die Einheimischen bei der Arbeit, die uns helfen können. Ja, das ist, ja, ich kann es mir nur vorstellen. Ja. War es bei euch auch so, Natalia und Flavio? Also ich würde sagen, dass das Schwierigste wirklich ist, den Mut zu haben, zu gehen. Also mal die Einstellung wirklich zu haben, ich gehe jetzt mal zum Ausland, ich probiere was Neues und ich will es wirklich versuchen, weil danach erledigen sich die Sachen. Ne? Es wird immer jemand da sein, der dir eine Hand gibt. Egal, ob es in die Steuern ist oder ob es ist, in eine Wohnung zu finden. Es wird immer jemand geben, der dir hilft. Und das muss man eigentlich vertrauen. Man muss halt diesen Mut haben, das wirklich mal zu machen, durchzuziehen. Und weil sonst Schwierigkeiten gibt es nicht wirklich. Also die sind mehr im Kopf als im Leben an sich, die gibt es nicht. Ich bin ganz bei dir, Flavio. Ich denke ja auch genauso. Also das Schwierigste, was ja zu machen war, auch bei mir, war ja den Vertrag zu unterschreiben und dann das zu dem Unternehmen zu schicken, weil danach läuft ja eigentlich alles, weil die Probleme ja so mit Steuer, mit Wohnung und was war ja das Ganze ja noch Zwischenzeit, das kommt ja, egal wo wir sind ja eigentlich. Wir können ja auch in eigenem Land bleiben und da kommt ja auch Steuererklärung und so eine erwachsene Sachen, die dann doch gemacht werden müssen. Also ja, die Entscheidung war ja das Schwierigste und danach läuft es ja eigentlich. Und dann, ich denke ja, im Laufe der Zeit sehen wir noch nur noch die Vorteile. Also die gibt es ja immer mehr, finde ich. Ich muss zurück gehen zu was Natalia, das stimmt, die Entscheidung. Also nach meinem Studium, für mich mein Traum war, in einer großen Stadt in Deutschland zu leben. Und ich wohne in ein großes Dorf in Österreich. Wieso ist einfach der Interview hat mich einfach so gefallen hier in Kufstein. Ganz ehrlich, wo die mich nach Kufstein angeladen haben, habe ich googeln müssen, wo ist Kufstein. Und dann habe ich zu meinen Freunden gesagt, nie im Leben ziehe ich dahin. Aber ich bin trotzdem hingegangen, also für das Interview. Das hat mich richtig gefallen. Und da war es für mich eben diese Schwierigkeit, diese Entscheidung. Und ich habe mir gedacht, ich mache das einfach. Sowieso eine Erfahrung ist gut. Und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich einfach weg. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin ein Stadtmensch, das heißt Gebirge, ich bleibe maximal 1-2 Jahre. Das war in 2016.
Aber ich denke, das machen ja viele so. Also, und das ist ja auch gut, finde ich. Also anzunehmen, ich mache das ja vor ein Jahr, weil das ist ja so eine Zeit, wo du dann schon mal mehr oder weniger weißt, ist das ja was für mich oder ich gehe irgendwo anders. Genau. Und man hat nichts zum Verlieren. Man versucht und selbst wenn es mich nicht gepasst hätte, dann hätte ich eine Jahr gute Erfahrung im Ausland gehabt, hätte ich mein Deutsch verbessert. Ich hätte Job ein bisschen gelernt und dann wäre ich woanders gegangen. Aber wenn man versucht, ist immer gut. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Dann eine andere Frage wäre auch, was hat dich am allermeisten überrascht? In dem ganzen Prozess von Bewerben bis wo ihr heute seid, was hat euch am allermeisten überrascht, was ihr nicht erwartet habt? Die Sprache. Also, wie gesagt, ich war ja mal früher in Deutschland und da hat mir mein Chef mich gefragt, wie war ja das Bewerbungsgespräch? Ich sage, ja, ganz okay, alles gut, wieso denn? Und der fragt ja, hast du ja mal alles verstanden? Haben sie dich verstanden? Und so, ja, easy, locker, alles war ja mal gut, kein Problem. Und dann, wenn ich ja schon mal wirklich so hier den Alltag genossen konnte, dann habe ich ja letztendlich kapiert, was er damit ja gemeint hatte. Also das Deutsch in Deutschland ja ganz eine andere Geschichte ist, als das, was es hier gibt. Und das war ja für mich ja mal so, ich sage, ich gehe ja mal einkaufen, ich sage, ich brauche ja eine Tasche dazu. Was brauchen Sie? Sackerl. Ich sage, okay. Ja. Und also das überrascht mich ja bis heute. Und das sind ja immer so eine, das lerne ich nie, finde ich. Aber muss ich ja auch nicht. Ich verstehe, wenn nicht, dann ich versuche das ja irgendwie so nachzufragen und das läuft ja. Das war ja das, was mich ja so überrascht hat. Grandios. Ségolène? Bei mir, ich glaube, war das Bewerbungsgespräch das Überraschende. Ich hatte in meiner Fachhochschule hatte ich eben so Vorbereitungen für Jobinterviews und solche Dinge. Es ist überhaupt nicht, was ich in meiner Klasse hatte. Ich bin hierher gekommen und die haben mich ein paar Fragen über mich gestellt, meinen Lebenslauf, meine Studium, X. Und haben mir gedacht, so, was ist das für ein Interview? Die haben einfach mich kennenlernen wollen. Die haben mich ja zum Beispiel gefragt, ja, was würde ihre Familie denken, wenn sie im Ausland ziehen? Und haben mir gedacht, so, okay, das spürt man einfach die Familienwerte. Und das hat mich komplett überrascht. In Frankreich haben wir diese Jobinterview so, was sind ihre Vor- und Nachteile, was haben sie in der Schule gelernt und wieso haben die da im dritten Gang so schlechte Noten bekommen. Also dieses Unterschied, zu wer, die haben sich wirklich interessiert für wer ich bin und nicht, was ich studiert hatte. Mhm. Und das ist genau das, was mich überzeugt hat. Aber das war für mich komplett überraschend. Ich weiß noch, ich bin rausgegangen, habe meine Eltern angerufen und gemeint, was ist das? Aber das klingt danach, dass wirklich das ausgesucht wird, dass man auch mit der Persönlichkeit passt. Siehst komplett. Du das auch in deinem Alltag, in den Kollegen, dass es alles, dass da so ein Vibe ist, sozusagen? Komplett, die suchen halt nicht zum Beispiel jemanden, der fließend Deutsch kann, ansonsten wäre ich ja nicht da, aber die suchen jemanden, die mit anderen Leuten gut passen, jemanden, der motiviert ist und es ist egal, ob ich einen Master habe oder dass ich Kollege Bachelor habe, wir haben den gleichen Job und wir arbeiten hier zusammen. Also es ist wirklich, die suchen Persönlichkeiten. Mhm. Flavio, was hat dich am meisten überrascht? Also, an mich ehrlich gesagt, auch sprachmäßig, aber nicht wegen Dialekt, sondern wie viele Österreicher Portugiesisch können und Spanisch in Deutschland. Oh. Ich habe mir nie erwartet in meinem Leben, dass ich in der Firma danach Portugiesisch reden kann und viel weniger mit Österreicher, wenn schon mit einem anderen portugiesischen, also Kollege, der auch Ausländer ist, der auch hierhin gezogen ist. Aber nein, es war so brutal, dass ich in meiner Abteilung ein Niederösterreicher hatte, eine Tirolerin und eine Salzburgerin und alle konnten Portugiesisch. Wow. Und das hat mich super überrascht. Und die konnten das nur nicht, die konnten es gut. Wahrscheinlich damals besser als ich Deutsch. Das hat mich voll weggehauen. Das war brutal.
Für mich war das ja auch mal überraschend, wie viele Polen ja hier mal in Österreich zu treffen sind. Also das war ja mal Wahnsinn. Ich war ja früher mir das nicht mal bewusst. Ich sagte mir so, die meisten Polen, die ins Ausland gehen, die gehen ja nach Deutschland, weil das halt ja ein bisschen näher ist. Aber dann habe ich ja mir gedacht, oh, die Welt ist ja doch ja ein bisschen kleiner als gedacht. Und das finde ich schön. Danke, danke fürs Teilen. Wir kommen langsam dem Ende zu. Ich wollte euch fragen, was würdet ihr jemandem sagen, der mit dem Gedanken spielt, sich für ein Praktikum oder einen Job in einem fremden Land und vielleicht sogar in einer fremden Sprache zu bewerben? Was wäre euer Ratschlag? Natalia, machen wir einfach mit dir gerade weiter. Ich würde ja mal ganz einfach sagen, es gibt ja viel mehr zu verdienen als zu versagen oder verlieren. Also das lohnt sich ja mal einfach am Ende des Tages. Wenn das ja sogar wenn das ja nicht mit dem bestimmten Job oder mit dem bestimmten Praktikum nicht klappt, dann ist das ja einfach so eine Erfahrung, die ich ja nach 3 Jahren ja einfach zu schätzen weiß. Und meiner Meinung nach ist das ja einfach den Versuch wert. Segolent, schließt du dich dem an? Komplett. Von meiner Erfahrung zum Beispiel, ich hatte paar Praktikas gemacht, überhaupt nicht in der Bereich, wo es mich interessiert hat, aber ich habe extrem viel gelernt und dank dieser Erfahrungen, dann bin ich halt da gekommen. Also man muss sich an Vertrauen und eben, man hat nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall dann bleibt man 6 Monate in einem Land, aber dann lernt man eine Sprache, tolle Menschen kennenlernen und wir haben gerade den Ton verloren. Probier nochmal. Ich glaube, sie hört dann auch nicht. Okay. Dann, sie empfiehlt das ja doch nicht. Das ist die neue Kommunikation. Flavio, was würdest du raten? Also ich würde sagen, einfach versuchen auf jeden Fall. Also den Mut zu haben und das zu versuchen. Go for it. Mhm. Das ist das Wichtige ist dabei, und wenn die Erfahrung wirklich schlecht laufen würde, am schlimmsten Fall also gewinnen wir das Wissen, von was wir nicht wollen oder nicht wieder wollen. Also es wird nie was verloren. Wir lernen immer was dazu, und das ist auch in dieser Unterdrucksituation, wo wir uns weiterentwickeln. Also einfach versuchen, es wird immer klappen. Und ich denke ja mal auch, wenn einer irgendwas ja mit der Sprache angefangen hat und schon mal das Gedanken so im Kopf hat, irgendwie sowas in die Richtung zu machen, denke ich mir so, um das Beste vor sich auszusuchen, man muss ja was zum Vergleichen haben. Also wenn wir das ja mal nicht machen, wenn wir nicht das Praktikum im Ausland nicht machen, dann wissen wir halt nicht, was das Beste vor uns sein kann. Mhm. Ja, dem stimme ich zu. Man weiß erst, wenn man es gemacht hat. Ich glaube, da gibt es ein Sprichwort, man muss in den Schuhen von jemandem laufen, um das zu verstehen. Aber offensichtlich kenne ich das Sprichwort nicht mehr. bevor wir das Gespräch beenden, wollte ich fragen, habt ihr 3 konkrete Tipps, die ihr anderen Studenten oder Absolventen geben würdet, wenn sie das... Die Wohnung im Voraus zu suchen. Wohnung im Voraus. Und ihr hattet ja Unterstützung von der Firma, ja, um die Wohnung zu finden. Ja. Noch was anderes? Entschuldigung. Ich glaube, die 3 Sachen sind wirklich halt, ich kann es nicht genügend besprechen oder sagen, ist halt den Mut zu haben, es zu machen, also weiterzugehen. Falls möglich ist, uns zum Beispiel wird die Möglichkeit gegeben, dass wir überhaupt zu die Stadt kommen, um eine persönliche Bewerbung, also die Stadt anschauen, schauen, ob es für uns passt, beides, und gut den Auftraggeber suchen. Also gut aussuchen, für wen wir da arbeiten. Okay, wunderbar. An die Zuschauer, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr gerne immer eine E-Mail schicken an jobs@walter-group.com.
Ihr könnt auch direkt Fragen an unsere Sprecher, Flavio, Natalia oder Segolin stellen. Ich möchte mich persönlich ganz herzlich bei euch bedanken für die Teilnahme. Es war super interessant und ich find's immer ganz prima, wenn man sowas teilen kann, vor allem manche Leute haben Angst vor solchen Entscheidungen oder so einen Schritt zu machen, und ihr habt gerade sehr wunderbar dargestellt, dass es sich wirklich lohnt. An die Zuschauer, ihr könnt euch gern an dem Unternehmensprofil der Walter Group abonnieren. Dadurch habt ihr Zugang zu dem Tab Events and News. Dort werden auch die Fragen beantwortet, die ihr stellen werdet. Wenn ihr direkt nochmal in Kontakt treten wollt, könnt ihr auch auf den Live-Chat auf der Karriere-Webseite. Das ist career.walter-group.com. Und ja, einfach vielen herzlichen Dank, dass ihr heute alle dabei wart, und bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank auch von unserer Seite.